Hallo, sind wir wieder bei Digimon und ich habe die Aufnahme jetzt hier gestartet, was ich eigentlich nicht vorhatte, weil seht mal, Items. Nice Ship. Items scheinen Respawns zu sein. Ach, kommt schon, geh mir aus dem Weg. So, was jetzt vor uns liegt, das Einzige, was wir jetzt wirklich noch machen können hier in dem Spiel, was wirklich aufregend ist, also man kann natürlich jetzt noch grinden bis in die Hölle und jedes Digimon auf Max bringen und ihm alle Digitationen beibringen, aber wer will das schon? Ansonsten kann man halt noch ganz viele Kartenkämpfe machen, aber was wir jetzt anstreben wollen, ist das World Tournament. Und dafür müssen wir nochmal 4 Leader besiegen, die im gesamten Spiel jetzt verteilt sind. Da wir jetzt allerdings nur den Zentral- und Ostsektor haben, ist das jetzt nicht so schwer zu erraten, wo die sind. Denn es gibt hier gewisse Positionen, die wir uns noch von früher erinnern, wo ganz bestimmte Bosse rumgestanden sind und, ja, gestanden haben. Und da sind die jetzt auch. Geh mal aus dem Weg. Und genau um diese Leader, an genau jenen Orten, wollen wir uns jetzt austoben. Ich habe ehrlich gesagt schon vergessen, womit ich den Satz angefangen habe. Hat der letzte Satz Sinn ergeben? Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Ich weiß nichts. Ich weiß nur, was ich noch hier zu tun habe, bevor das Spiel endet. Hi. Kommt so lange, dass Digimon Online wieder da ist, haben wir Kurt und seinen Leuten zu verdanken. In der Tat. Kurt leitet ja jetzt das Ganze. Sehr schön. Du willst wie ich alle. Alle wollen mich hier nur noch zu Kartenkämpfen herausfordern, alle Tamer. Was mir natürlich nicht gefällt. Weil ich habe jetzt erstmal vom Kartenspielen die Schnauze voll. Liegt hier hinten was? Nein. Vom Kartenkämpfen habe ich die Schnauze voll. Für den Rest dieses Projekts habe ich keinen Bock mehr auf Kartenkämpfe. So. Deswegen begeben wir uns jetzt in die Protokollruinen, denn hier hat Pharaomon gestanden und da werden wir jetzt auch unseren ersten Leader finden. Ich habe noch nie gegen die gekämpft, ich weiß von daher nicht, wie stark die sind. Aber das werden wir herausfinden, dafür sind wir hier. Und ich wäre echt froh, wenn es weniger Random Encounter geben würde. Denn auch wenn sie das LP damit unfreiwillig in die Länge ziehen. Ich habe gemischte Gefühle. Eigentlich will ich nicht, dass es endet. Aber alles Gute im Leben hat mal ein Ende. So. Dann zeigt mir doch mal, was ihr so habt. Hallo. Shukwe-Lieder. Ach, das sind die richtigen Lieder von diesem Server. Ah, das ist cool. Was? Du wagst es, mich herauszufordern? Du hast also die 5 stärksten Epic-Items. Du bist ganz gut. Also dann. Zeig mir, was du kannst. Jetzt kämpfe ich mit dir. Und jetzt sieht man, warum ich unbedingt diese 5 Items haben wollte. Die Legendaries. Oh. Cherrymon. Ich bin mal gespannt. Wie viel Schaden mache ich? Ja, das ist nicht gerade viel. Und das ist das Cherrymon, was Life Leech hat, oder? Ja. Wie viel Schaden machst du mit einem Black Skua? Bom, bom, bom. Gar nicht überpowered, der Angriff? Oh shit. Oh shit. Bitte. Bitte sei verwirrt. Bitte sag mir, das hat funktioniert. Natürlich nicht. Oh cool. Okay, 1 von 4 hat getroffen, das ist in Ordnung. Black Skua? Okay. Macht nicht so viel Schaden gegen... Oh nein. Persiamon, nicht schon wieder. Hör auf damit. Bitte wehr ab oder sei wirkungslos. Bitte, bitte, bitte. Ah.
Jetzt geht das hier los. Das Vieh ist jetzt nicht übertrieben stark, ganz im Gegenteil. Es ist einfach nur verdammt nervig. Wir erinnern uns noch gegen Game Master, wie nervig es war. Oh, komm schon. Das Blöde ist halt, wenn ich zurückdigitiere, wird meine Geschwindigkeit natürlich, also mein Speed, wird natürlich auch zurückgesetzt. Und das heißt, das Vieh ist immer nach mir sofort dran. Und nein, ich kann die Digitation nicht wegdrücken. Das heißt, wir müssen uns die immer wieder ansehen jetzt. Und hoffen, dass das Vieh sich irgendwann denkt, ich greife mal normal an. Oder bis dem Vieh das Mana ausgeht. Das kann nämlich auch passieren. Aber dann hat es ja noch seinen vampirischen, was weiß ich, was das für ein Angriff. Genau das! Ja, klau uns von mir aus ein bisschen Mana. 183, ja, damit kann ich leben. Ich dürfte jetzt aber wieder zweimal dran sein. Das war jetzt sogar noch weniger Schaden als vorher. Okay, wisst ihr was? Wir wechseln aus Imperial auf Imperialdramon. Ich glaube, das dürfte... Oh! Mm, so gut! Wie viel Schaden macht Gott Bombard? Bombardement. Gott Bombard. So. Okay. Akzeptabel. Gott, hält das Vieh aus. Bitte kein Effekt, bitte kein Effekt, bitte keine... Okay, wisst ihr was? Imperialdramon ist jetzt dran. Okay, es greift an. Wow, wie alles getroffen hat, außer der letzte Schlag. Und gar nicht mal so wie die Gott, meine Stimme. Gar nicht so wenig Schaden, wenn ich mal so sagen darf. Omega Blade. Na, Impact Rush wird reichen. Hoffe ich. Nein, ich hätte doch Omega Blade zünden sollen. Okay, es klaut wieder Mana. Das ist okay. Das war's. Oh Gott, was ist bei der Stimme los? Oh! Gott, die versagt mitten im Sprechen. Das ist... Gott. Warum? So, das war's für dich. Du stehst nicht mehr auf. Zeig mir, was du zuletzt noch hast. Sunbomon, hä? Attacke, na gut. Hm, es dürfte eigentlich Schaden machen wie sonst was, weil es ein Virustyp ist. Sieht nicht so aus. Nein. Wow. Das hiermit? Besser. Ah, oh, das macht Schaden, das Mistvieh. Gott. Hunting Knife? Oh Gott! Oh mein Gott! Oh, fuck! Jetzt kann ich endlich mal das hier benutzen. Wiederbelebt und voll geheilt, aber ich will austauschen. Versuchen wir Mega... Wobei... Ich weiß gerade nicht, wer hat das stärkere Ultimate? Ich glaube Mega Gargomon. Ich glaube nämlich, Maschinenschaden könnte hier den entscheidenden Faktor sein. Der entscheidende Faktor. Weil eigentlich Digimon, wie ich glaube, da es Dunkelheitsattacken benutzt, eigentlich finsternis Digimon sind anfällig für Feuer. Aber vielleicht hilft das ja auch. Ja, das sieht gut aus. Oh ja, in der Tat, okay. Ich glaube, ein Mechanical Bash dürfte ausreichen. Oder einem... Na, komm. Mechanical Bash dürfte ausreichen. Ja. Wow, K.O.-Treffer-Attacke. Krass. Richtig eingesetzt hätte Sunbomon uns den Arsch aufreißen können.
dieser Kampf gefühlt eigentlich härter war als Galaktik, Mann. Du hast da noch was zu sagen? Du hast was drauf, mich zu besiegen, aber vergiss nicht! Es gibt noch einen, der besser ist. Wenn du nicht aufpasst, kann es Ärger geben. Sei also vorsichtig. Es gibt Ärger und es kommt noch härter? Wow. Kein Random Encounter, obwohl das eigentlich gescriptet ist. Naja, Kurt macht den Server jetzt. Okay. Ich wusste nicht, dass er hier steht. Also ich weiß, wo die anderen beiden stehen. Wo der hier steht, wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Nicht noch ein Herausforderer. Was sind das? Etwa die stärksten Epic-Items? Hätte nie gedacht, dass ein Tamer sie kriegen würde. Vielleicht habe ich doch Spaß mit dir. Also gut. Los dann. Enttäusch mich nicht. Was für ein Schnösel, ich reiß ihm den Arsch auf. Oh, ein Gryphomon. Black Square? Ja gut, ein Schweinsteiger? Oder wie ging das nochmal? Okay, Black Skua macht zwar einen guten Schaden, aber vielleicht finde ich ja noch was Stärkeres. Ist kein Drache, ist kein Dino, ist kein Fisch. Bombardement. Da war Black Skua sogar stärker. Es ist schnell. Es ist immer direkt nach uns dran. Sehr gut. Wie wär's mit normalen Angriffen? Okay, the finishen! Schwarzes Metall-Zitramon. Es sollte eigentlich anfällig sein für... Oh, nein, 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 das wollte ich nicht, das hier will ich. Nein, das will ich nicht. Das hier will ich. Das sollte eigentlich anfällig sein für Blitzattacken. Blitz. 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 Okay. Rückzug. Lightning Bolt. Oh ja. Huch, das wollte ich gar nicht. Das wird nichts verursacht haben. Nö. Abwehren. Naja. Elektroboard reicht. Schöne Sache. Was ist das letzte Digimon? Zeig es mir. Oh nein. Oh nein. Oh nein, hi Andromon. Das war keine Begrüßung, das Vieh heißt so. Oh, dieser Damage. Okay, es benutzt nicht Atomic Ray. Gut. Auch den... Oh Gott. Auch den Sieg. Oh Gott, hab ich in der Tasche. Der war leichter als der letzte. Sehr schön. Was? Okay, wieder kein Atomic Ray. Aua. Aua. Wow. Mann, weg. Ach, 288 Schaden, ey. Ich glaube, es hackt. Yay. Level up mit Bildsummon. Dokkelruin. Hast du noch was zu sagen? Was für ein Tamer bist du? Mich zu besiegen? Du hast echt Potenzial, so ein Potenzial! Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Liegt hier Nein, du willst mich nur zum Kampf herausfordern. Da oben steht Baronmon übrigens, das weiß ich. Das weiß ich noch von früher, dass der da oben steht, womit man die Digimon-Namen wieder ändern kann. So, wo der nächste steht, weiß ich auch. Machen wir den noch in dieser Folge? Wie viel Zeit haben wir noch? Könnte knapp werden, aber den machen wir noch. Komm schon, Junior. Na. Du bist viel zu weit. Junior, please. Oh, hi. Dich haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen.
Achso. Nein, nein, Junior, du bist... Junior, du bist... Junior, runter. So. Du warst nicht zu weit. Du bist ein zu früh abgebogen. So, jetzt aber raus hier. Denn der nächste Leader ist natürlich dort, wo der richtige Leader gestanden hat und wo es noch einen weiteren Boss auf diesem Server gab. Und wenn hier Items respawned sind, dann frage ich mich, hier am Divermon-See, nein, da steht ein Typ. Aber vielleicht weiter unten. Oh, Tortomon. Auch noch ein anderes gefärbtes, haben wir das irgendwann mal gesehen? Naja, weiter geht's. Immer weiter. Vielleicht liegt hier oben wieder ein Item rum. Maybe, perhaps. Ach, komm, jetzt nerv nicht. Nerv nicht. Wer auch immer du bist, Tortomon, nerv nicht. Just stay silent and die. Ja! Ein Geistchip. Sehr schön. Rein in die Stadt. Zu unserem nächsten Gegner. Den machen wir noch, auch wenn wir nur noch knapp 3 Minuten Zeit haben. Aber den machen wir heute noch. Den machen wir. Oder machen wir den heute nicht mehr? Ne, wisst ihr was? Den machen wir heute nicht mehr. Ne, den machen wir heute nicht mehr. Die nächsten beiden machen wir im nächsten Part. Würde ich mal sagen. Und ja. Dann bis zum nächsten Part. Bye-bye.